Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bzw. eine Vlog-Woche. Ja, es ist soweit. Wir haben heute den Tag 1, Montag, der 20.11.2017. Ja, immer noch 2017. Und ja, ihr seht es, es ist einfach zu schnell. Das Jahr ist schon fast rum. Und ja, ich war heute arbeiten, Gassi, dann ist die Lena auch schon da. Wir haben nämlich vor der Dreie. Ja, wir haben ein bisschen umgeändert, wegen Hort. Wir wollen sie nicht mehr so lange im Hort lassen, beziehungsweise so lange in der Schule lassen, weil das mit Schwierigkeiten gab, mit Hausaufgaben. Ich finde es andererseits auch schön, dass sie in der Schule auch zusammen Hausaufgaben machen, beziehungsweise dass sie unter den Kindern ist, aber ich habe auch gemerkt, dass das nicht so klappt, wie es sein sollte. Lena macht nur Fehler ohne Ende und ist sehr unkonzentriert, weil viele Kinder da sind und ja. Und das ist echt eine Herausforderung, zu Hause nach der Schule gleich mit ihr nochmal hinzusetzen und da hat sie keine Konzentration mehr und ja, das hat einfach nicht mehr hingehauen und deswegen habe ich mit der Lehrerin abgesprochen, dass die ab 14 Uhr nach Hause kommt. Das ist eine Stunde Ausruhzeit, kann ein bisschen runterkommen von der Schule, kann ein bisschen spielen oder was auch immer. Und ab 15 Uhr mache ich mit ihr zusammen Hausaufgaben. Und ich finde, vielleicht klappt das besser als sonst. Und dann hatte ich auch noch ein Gespräch gehabt in der Schule. Ja, ihr merkt schon, es gibt jetzt einiges zu bereden, ja. Ja, wir hatten ein Gespräch gehabt in der Schule und hatte doch ein bisschen Schwierigkeiten, besonders im Deutsch. Und wir haben dazu entschieden, dass Lena nochmal eine Sprachtherapie macht, einmal in der Woche. Und ich finde das auch nicht schlimm, die hat das auch schon gehabt in der Kindergarten. Wir haben erst mal nur Pause eingelegt gehabt, weil wir erstmal gucken wollten, wie das Ganze überhaupt läuft in der Schule. Und die erste Klasse war super, in der zweiten war auch super, aber manchmal hakelt noch ein bisschen im Deutsch richtig. Deswegen haben wir dazu entschieden, nochmal eine Sprachtherapie zu machen. Und da muss ich auch mal zum Kinderarzt noch. Nächste Woche machen wir das erst, weil die nämlich Urlaub hat. Und dann mal gucken. Anfang des Jahres, denke ich mal, geht dann los wieder. Und ja, das waren meine Infos. Und ja, ich werde mich umziehen. Und wir müssen zu essen machen, ich habe nämlich Mordhunger. Und ja, ihr seht schon meinen Ansatz. Ja, das werde ich am Mittwoch mit euch zusammen nachfärben. Beziehungsweise ich muss vorher blondieren, weil das extrem hier rausgewachsen ist. Man sieht es extrem. Und ich habe 6 Wochen ist das schon her. Ich glaube 6, 7 Wochen. Ich habe das an den Tag gefärbt, wo Tag der Deutschen Einheit war. Ja, das sind schon wieder 6 Wochen her. Und ihr seht es, es ist mächtig rausgewachsen. Man sieht es. Und deswegen will ich wieder nachfärben. Weil irgendwie hier an der Seite, wenn ich im Bad bin, da sieht es irgendwie so blond an der Seite aus. Ich vermute mal, dass blond durchkommt. Deswegen wollte ich eh danach färben, weil das mir dann oben nicht mehr gefällt. Und da werde ich euch mitnehmen. Wer da keinen Bock hat zuzuschauen, ich schreibe dann immer Zeiten mit drauf unten. Also Minutenzeiten. Und ja, das Video beginnt meist erst Nachmittag, weil ich vormittags frühest nicht da bin, beziehungsweise keine Zeit habe. Außer am Mittwoch, da habe ich einen Feiertag, also wir im Sachsen Feiertag. Da ist Bet- und Bußtag, ja. Und wir haben keinen Plan, was wir machen. Und wir wollten aber vor langer Zeit schon mal im Wildpark gehen. Vielleicht werden wir das machen, aber mal gucken, ob das Wetter hält, weil wenn es regnet, ist es dann nur scheiße, weil das Schlamm ohne Ende. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann später bei euch wieder. So, ich habe euch mit meinen Schrank reingestellt, ich habe mich jetzt umgezogen und werde mir was zu essen machen und ein bisschen schnabbeln. Ihr könnt immer gerne oben abstimmen, ob ihr gerne zu Weihnachten Stollen oder Spekulatus esst. Ich bin für Spekulatus, also Stollen. Ich habe früher mal Stollen gegessen, aber irgendwie im Laufe des Jahres kann ich das irgendwie nicht mehr sehen, auch nicht mehr essen. Und deswegen bleibe ich bei Spekulatus mit Cappuccino oder mit Kakao und Kaffee und ja.
Schön eintunken. Ja, ich bin irgendwie diesmal ein bisschen früh dran mit Spektrolas. Ich esse das schon fast 2 Wochen lang. Und ich bin auch spät dran mit Schmücken, weil bei manchen Videos habe ich schon gesehen, dass schon geschmückt ist. Ja. Ich habe geschweige noch geschmückt und geschweige das Zeug gebracht vom Keller. Und ja, Keller zieht auch. Naja, aber ich will auch diesmal nicht so viel machen, weil wir eigentlich fast nicht zu Hause sind. Wir sind nur am Heiligen Abend zu Hause. Und die anderen 2 Tage sind wir ja in Thüringen. Und das wäre schon ärgerlich, wenn ich alles hinstelle. Und dann, es bleibt ja eh nicht da stehen, wie es stehen sollte, wegen den Katzen und so. Naja, mal gucken, ich weiß es noch nicht. Aber vielleicht werde ich die Woche schmücken mit euch zusammen. Wie gesagt, es ist nicht viel, das sind nur ein paar kündliche kleine Bäume. Aufkleber habe ich auf jeden Fall mal gekauft, im Kaufland. Und ja, ich war vorhin auch noch, habe ich noch vergessen zu erwähnen, einen Vertrag unterschreiben. Ich wechsle keine Firma, ich bleibe noch, nur halt der für mich halt zuständig war, sag ich jetzt mal, wechselt halt und ist alles so geblieben, Urlaub bleibt, Geld bleibt und ja. Und das wird auch gleich unbefristet gemacht, weil ich ja Probezeit schon hinter mir habe und schon über 2 Jahre bin. Deswegen haben wir es gleich so unbefristet übertragen. Finde ich auch gut so und ja. Was ich noch euch um Rat fragen wollte. Ich habe in den letzten Tagen sehr oft mit Kleidermotten zu kämpfen. Wer das noch nicht kennt, was das ist, verlinke ich euch unten mal einmal. Ich habe in letzter Zeit sehr oft zu bekämpfen und ich schreck das Gefühl irgendwie, die nie loszukriegen. Weil, beziehungsweise ich habe das Badehandtuch auf dem Flur hängen an meiner Tür zum Trocknen. Und jedes Mal, wenn ich in die Hand habe, kommen irgendwelche Viecher gegengeflogen. Und ich weiß nicht, wie ich das bekämpfen kann. Ich hoffe, ihr habt einen Tipp für mich und ja, ich hoffe, die gehen bald wieder. Wir hatten das vor ein paar Jahren schon mit einem ganzen Marienkäferplage gehabt bei Lena im Sommer. Zum Glück hat das nachgelassen. Das war extrem schlimm. Und ja, ich mache mir erstmal was zu essen und dann melde ich mich später bei euch wieder. So, dann melde ich mich wieder. Ja, ihr seht es im Hintergrund, es ist doch dunkel. Deswegen tut es mir leid um die Qualität schon. Juli schimpft gerade rum, weil ich gerade die Tür zugemacht habe, weil Lena nämlich ein Filmchen guckt. Die Trolle, glaube ich. Die kenne ich selber noch nicht. Ich werde mir gleich Haare zusammen machen und mir was zu essen machen. Mit Lena zusammen. Heute gibt es nur Toast, ja. Und ein bisschen Gemüse. Ja, ich habe noch nicht geschafft, einzukaufen zu gehen. Und das Toast ist das Einzige, was hier da ist. Ja, ich bin eine schlechte Mutter. Aber, naja. Aber morgen muss ich einkaufen. Da gibt Jule. Da gibt es morgen Tzatziki. Ich sage jetzt Kräuterquark, ja. Und Prä-Kartoffel mit Gurkensalat, das gab es lange nicht mehr. Und da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe auch gerade Wäsche angesetzt. Ich muss nachher noch das Geschirr wegräumen. Aber da werde ich euch nochmal mitnehmen. Aber ich denke, ihr kennt das schon mittlerweile. Deswegen schreibe ich euch unten drunter. Zeit überspringen. Und morgen will ich euch auf jeden Fall, ich hoffe, dass es morgen noch hell ist, wenn ich wieder komme von der Arbeit. Da will ich euch meinen Kalender zeigen. Ja, ich habe mir vor 2 Wochen ungefähr einen Adventkalender für mich gekauft. Ja, und da will ich auch das Kindkalender zeigen. Ich habe auch schon bei Instagram gezeigt, aber diejenigen, die kein Instagram haben, deswegen werde ich euch dann bei YouTube noch was zeigen. Aber das kommt erst morgen. Und ich würde sagen, ich melde mich dann später.
So, da bin ich wieder. Wir haben 21 Uhr durch. Ich werde mich gleich mit dem Hund rausmachen und dann auch schlafen gehen. Ja, ich sehe gerade ein bisschen kaputt aus. Ich lag nämlich gerade auf der Couch, habe ich im Fernsehen geguckt. Lena liegt seit 20 Uhr ins Bett. Und ja, so ist der achte Tag auch schon wieder rum. Und tut mir leid, dass jetzt nur ein Labervlog daraus entstanden ist, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mal, das ist immer bei dem Video, beim ersten Video so. Weil einfach halt in den letzten Tagen so viel passiert ist, was ich euch gerne alles sagen wollte im ersten Video, ja. Und wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir beim zweiten Teil, bei dem neuen Vlog. Tschüss!